Servus, der Max hier vom Musikhaus Taunus. Und heute zeigen wir euch den neuen Plexstar HT Club 50 MK3. Der HT Club 50 hat eine Menge neue Features bekommen und ist ein sehr, sehr, sehr geiler Amp und sehr, sehr, sehr flexibel. Wir zeigen euch jetzt als allererstes mal den Clean Channel. Beim Clean Channel ist es folgendermaßen. Er ist sehr simpel gehalten, was mir gut gefällt. Wir haben Treble, Bass und Volume und einen Voice Switch. In der Ausposition ist der Voice Switch eher, sag ich mal, amerikanisch gehalten. Das Ganze klingt dann so. Und wenn wir nach unten gehen, bekommen wir einen eher britischen Sound. Das war's auch schon für den Clean-Kanal. Wenn wir zum Overdrive-Channel gehen, haben wir Gain, Volume, Bass, Mitten, Höhen und das ISF-Feature von Plexstar. Das ISF-Feature ist im Endeffekt ein EQ, wo wir von britisch nach amerikanisch gehen können und das Ganze noch feintunen. Ebenso wieder ein Voice-Schalter. In der Ausposition, da haben wir eher, da geht es schon britisch los. Und wenn wir den dann umlegen, hört ihr auch gleich, dann haben wir hier einen viel, viel moderneren, stärkeren High-Gain-Sound. Das zeige ich euch gerade mal. Und zwar, wir starten jetzt auf dem Overdrive-Channel in Voice-Switch-Off-Position. Und jetzt das Ganze in der An-Position. Da geht es dann schon richtig zur Sache. Das war aber noch nicht alles. Wir haben selbstverständlich einen Reverb mit an Bord, ist ein digitaler Reverb und wir können auf der Rückseite dann einstellen, ob wir einen dunkleren oder einen helleren Reverb-Sound haben möchten. Master ist selbsterklärend. Wie der Name schon sagt, hat der Verstärker 50 Watt. Wir können aber auf 5 Watt reduzieren. Das ist schön, wenn man ein bisschen früher in die Endstufensättigung kommen möchte. Jetzt zu den Sachen, die den Amp aber eher ausgefallen machen und sehr, 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 sehr flexibel. Und zwar können wir per Caprig Out direkt eine Boxensimulation mit 3 verschiedenen Positionen zum Beispiel in die PA schicken oder auch ins Interface, wo immer ihr hinwollt. Wir können Kopfhörer anschließen und wir haben integriertes USB-Audio-Interface, mit dem wir direkt Recording betreiben können. Effects Loop ist, denke ich, selbstverständlich heutzutage, hat der Verstärker selbstverständlich auch. Was das Coole ist, ist, dass dieser Verstärker auch ohne Box einfach mitgenommen werden kann und ihr könnt den auf dem Gig spielen, aufgrund dieses Cap-Rig-Outs. Ihr habt fast alle Grundsounds im Verstärker, den Rest kann man selbstverständlich jederzeit mit einem Pedalboard oder einem Multi-Effekt einfach das Ganze noch ergänzen. Mir gefällt er sehr, sehr, sehr gut, kann ich euch nur empfehlen, mal auszuprobieren. Findet ihr natürlich im Musikhaus Taunus, auch auf unserer Webseite und Webshop unter www.musikhaus-taunus.de und wenn ihr Lust habt, schaut mal rein, kommt vorbei, probiert den Amp einfach selber aus. Mhm.